Die Münchner Bank wünscht Ihnen gute Unterhaltung bei Le Schön, Ihre Bank, Münchner Bank. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, Sie wissen, wie wichtig sind Handwerker, aber nicht nur Handwerker sind wichtig in einer digitalen Welt, sondern auch Menschen, die IT-Lösungen verstehen. Und heute besuchen wir so einen Herrn, und zwar, wir sind heute bei der Firma Initsol und besuchen Herrn Thomas Kürten. Er ist ein, ein IT-Guru, also bitte kommen Sie mit. Ja, Herr Kürten. Dankeschön. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mal hier sind, denn das Thema, was wir heute besprechen wollen, ist ja wirklich was ganz Spannendes. Also die digitale Welt überholt uns oder wir sind mittendrin. In meiner Zeit war das Kickern also ganz gut, da gab es also noch keinen PC. Sie haben die Firma Initsol gegründet, Sie haben Informatik studiert. Was heißt denn Initsol? Was heißt denn das? Initsol, das ist ein Name für Independent IT Solutions, unabhängig im Sinne von, wir binden uns nicht an irgendwelche Verkaufszahlen oder irgendwelche Hersteller, die unbedingt Produkte in den Markt drücken wollen, sondern wir verkaufen das, was wir sehen, das nötig ist. Sie sagen über sich selbst oder über Ihr Unternehmen, Sie sind ein mittelständisches Unternehmen, Sie sagen einfach, wir leben Internet, wir leben einfach diese Welt. Was heißt denn das? Ja, wir leben das tagtäglich. Das heißt, wir sind in dieser IT-Umgebung komplett aufgegangen. Also wir nehmen ja auch unseren Kunden im Grunde diese ganze Technologie und die Komplexität ab, dass die Kunden sich auf ihre Unternehmen konzentrieren können und nicht ständig mit irgendwelchen abstürzenden Systemen kämpfen müssen, sondern sich überlegen müssen, mit welcher Hotline sie jetzt telefonieren müssen, was sie dort alles erzählen, sondern wir leben in dieser Welt mit diesen Bits und Bytes. Wir leben mit unendlich komplexen Systemen, die wir im Grunde verstecken unter einer Oberfläche, in der wir natürlich sehr viel arbeiten müssen, weil der Kunde am besten gar nichts davon mitbekommt. Wenn man also so mal Ihren Werdegang anschaut, also Sie haben Informatik studiert, das ist ja die Basis, ja, das kann man schon sagen, ja, das braucht schon. Aber Sie haben ja dann auch mit der Zeit gemerkt, Sie gehen in die Selbstständigkeit rein, ein kleiner Versprecher, und haben das also ganz, ganz gut hingekriegt. Und Sie haben dabei also auch ganz große Firmen schon als Kunden gewonnen. Wie macht man denn sowas? Wie macht man sowas? Sehr gut. Also, ich habe mir das auch eigentlich so nicht ausgesucht. Ich bin direkt nach dem Studium sofort aufgesogen worden von der ersten Firma, die mich sofort haben wollte. Und dann ist es so, dass der Markt wahnsinnig schnell ist, auch damals schon. Es war in den 96er Jahren. Wir haben sehr viele Entwicklungen gehabt, wir haben sehr viele neue Produkte gehabt. Das Internet ist gerade erst ganz neu rausgekommen. Und es gab wahnsinnig viele Angebote und mich hat alles interessiert. Das heißt, ich bin mal hier hingegangen, mal dorthin gegangen. Meistens ist das, was ich getan habe, auch sehr schnell sehr langweilig geworden und auch nicht mehr so fordernd. Und ich habe dann schon recht schnell gemerkt, dass ich einfach einen größeren Horizont habe und den auch ausnutzen möchte. Zur Selbstständigkeit bin ich erst gekommen, nachdem ich durch 6, 7 Firmen durchgekommen bin, unter anderem Compaq und HP. Aber und Digital waren Sie, glaube ich, auch mal, oder? Digital war ich ganz am Anfang schon. Ja. Also ich habe so die ersten 386er PCs kennengelernt und an der Hotline dann als Student den Leuten erklärt, was sie da tun müssen. Jetzt schauen uns ja viele Menschen zu, also junge Menschen, die natürlich nicht so ein Problem haben, also ein Smartphone zu bedienen oder eben einfach selbst zu sagen, ja, also was ich da alles kann. Aber es gibt ja auch jetzt meine Generation und vielleicht noch ältere Menschen, die ja auch diese Smartphones, irgendwann kommt man ja da nicht aus. Also wer heute quasi kein mobiles Telefon bei sich hat, hat ja schon in dieser Welt manchmal Nachteile. Ja? Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man es ausschalten kann. Also wenn ich sage, ich mache jetzt eine Bergwanderung, dann muss das nicht unbedingt klingeln. Aber trotzdem, was braucht es denn heute um uns Menschen rum, wo man sagen kann, man ist IT-mäßig gut vernetzt? Was braucht es denn da? Ja, Sie brauchen im Grunde überall den mobilen Zugang zum Internet. Da gibt es mittlerweile an jedem Flughafen einen Hotspot, aber auch die normalen Anbindungen jetzt von der Telekom und Vodafone für die Handys, die sind mittlerweile so stark, dass sie da mittlerweile schnellere Anbindungen haben, oft als mit ihrem DSL-Zugang zu Hause. Und das ist das Tor in die Welt. Das ist im Grunde in die elektronische, also in die digitale Welt. In die digitale Welt. Ja.
Also es ist einerseits negativ, weil sie sind im Grunde überall ortbar und auch sichtbar. Aber andererseits haben sie im Grunde Zugriff zu dem Wissen der kompletten Welt. Wenn sie natürlich dahinter ein paar Server haben, die leider immer noch bezahlt werden müssen, also Infrastruktur, die dann die nötigen Informationen für sie aufbereiten. Und auch E-Mails braucht jeder heute sehr häufig. Webseiten verschwinden immer mehr. Also sie greifen halt direkt auf die Server zu, indem sie eine App starten und dann in dieser App dann die neuesten Kochrezepte sich holen. Oder sie haben ein CRM-System, um ihre Kundendatenbank abzufragen. Der Verkäufer kann mal kurz unterwegs schauen, was hat der Kunde alles schon bei uns bestellt, was kann ich ihm jetzt am besten anbieten. Dafür brauchst du natürlich eine Menge an Technologie im Hintergrund. Oder man will wissen, wer hat momentan den günstigsten Preis in der Stadt, von Lebensmitteln bis Autos bis Möbel. Ja, das also, wird nicht so gerne gesehen. Ja, das wird nicht so gerne gesehen. Aber in dieser Welt muss man sich also auch als Verkäufer behaupten. Also man muss also auch sagen, okay, das machen Sie auch ganz gut mit Ihrem Unternehmen. Sie sind rund um die Uhr verfügbar, was ja wichtig ist, weil jeder weiß, wenn der PC oder wenn einfach das System, welches System man auch immer hat, wenn das abstürzt, ja, und man hat da jetzt nicht jemand, also ich sage jetzt mal einen IT-Arzt, ja, das war's dann, ja, dann kann das Wochenende ganz schrecklich werden oder man weiß nicht mehr, jetzt weiß mein Terminkalender nicht mehr oder was auch immer, ja. Wie wichtig ist denn diese Versorgung? Also wie wichtig ist es denn, dass man sagt, man hat ein seriöses Unternehmen, einen seriösen IT-Anbieter dahinter, es gibt ja Tausende zwischenzeitlich, die dann auch da sind, die dann auch verfügbar sind. Wie wichtig ist sowas? Ja, das ist, denke ich, einer der wichtigsten Punkte, dass ich ein Unternehmen habe, zu dem ich Vertrauen haben kann, dass es mich auch ernst nimmt als Kunden. Weil es gibt natürlich viele große Unternehmen, wie die Telekom, die auch IT-Services anbieten, aber das ist mal so eine kleine Nummer und hat im Grunde keine Chance, wenn man jetzt irgendetwas Wichtiges für sich hat, dass diese Priorität auch dann für die Firma eine große Priorität ist, die einem diesen Dienst anbietet. Da ruft man dann in der Hotline irgendwann an, kriegt eine Warteschlangennummer zugeteilt und kann Glück haben, dass dann überhaupt am Wochenende überhaupt jemand zuhört. Meistens wird man dann irgendwann später abgespeist mit irgendwelchen Standardfloskeln. Also da lege ich auch bei uns sehr großen Wert darauf, dass wir auch sehr individuell auf die Kunden eingehen und dann auch diese speziellen Gegebenheiten uns besonders anschauen, weil jeder Kunde ist ein bisschen anders. Der eine braucht halt besonders E-Mail, der andere braucht unbedingt seine Dateien. Der dritte muss sehr viel Daten mit der Welt austauschen und jeder hat ganz andere Anforderungen. Und da können wir dann natürlich auch einen Schwerpunkt legen von der Infrastruktur, wie ausfallsicher dieser Teil dann ist. Weil alles gemeinsam zur Verfügung zu stellen, dass auch alles immer 100% verfügbar ist, ist ja auch eine Illusion. Also es gibt natürlich immer auch Dinge, die im Untergrund kaputt gehen. Und da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass da genügend Redundanz da ist, dass der Kunde das dann gar nicht mitbekommt. Jetzt komme ich ja auch aus meiner früheren Zeit, komme ich auch aus der Hightech-Industrie. Ja. Also wir waren ja in der Microchip-Industrie tätig. Das sind die Anfänge. Ja, und ich habe das also alles erlebt, also als wir 1976 das Unternehmen gründeten, wie rasant die Entwicklung war. Also bis zum 486er von Intel, dann die ganzen Speicherbausteine und so weiter. Das ist ja, sagen wir mal, da ist ja die IT-Welt ist ja um einiges raketenschneller. Ja. Wie kriegen Sie denn diesen Wissensstand immer wieder auf Ihr Unternehmen drauf? Also Sie müssen ja auch ständig selbst am Smartphone sein, selbst schauen, welche Erneuerungen, wie kann ich also meine Kunden noch schneller machen oder wie kann ich sie einfach noch mehr informativ halten? Wie machen Sie das? Das ist wahnsinnig schwierig. Also ich muss sagen, also ich lese sehr viel. Ich lese Computerzeitschriften, da ist eigentlich jede Woche mindestens eine dabei. Wir haben jede Menge Newsletter, die wir abgrasen müssen, gerade für Security-Warnungen, die dann ganz aktuell ganz wichtig sind, meistens für den einen Tag. Und dann ist es so, dass wir je nach Kundenproblem googeln. So witzig das ist, aber wir nutzen Google auch sehr stark als Informationsmedium. Da gibt es eine irrsinnige Menge an Foren, in denen Techniker miteinander diskutieren über die unterschiedlichsten Probleme und Dinge, die schiefgehen können und die dann in meistens nicht eine Lösung für uns parat haben, aber in Kombination vielleicht von 5, 6 verschiedenen Einträgen dann eine Lösung bieten, die wir dann implementieren können. Und es ist auch so, dass wir ständig neue Dinge machen.
Also ob wir jetzt eine neue BlackBerry-Version haben oder ob wir neue Windows-Version haben. Oder iPhone 6, das neue iPhone 6. Windows 10. Ja. Ja. Windows 10 interessiert heute eigentlich niemanden, außer dass es ein schöner großer Name ist und jeder fragt sich, warum gibt es kein Windows 9? Weil Windows 8 nicht so lustig war. Gell? Ja, es ist Windows 8 hat nicht so Spaß gemacht. Nein. Das haben die Leute schon gemerkt. Nein. Aber wenn Windows 10 auf den Markt kommt, irgendwann 2016, also es wird 2015 eingeführt, 2016 wird es dann wirklich einschlagen. Aber da müssen Sie sich bis quasi jetzt schon geistig komplett alles wissen. Ja. Bis dahin müssen wir wissen, wo sind welche Klicks. Ja, genau. Weil die ersten Installationen werden kompliziert sein. Der Kunde braucht von uns eine Schulung. Das heißt, wir müssen es eigentlich schon besser können, als das, was er irgendwo anders herbekommt. Über die Welt der Klicks möchte ich mit Ihnen jetzt dann reden. Okay? Okay. So, Herr Kürten, was passiert denn hier mit Ihrem Team alles? Ja, hier ist so das Reich des Wissens. Mhm. Das heißt, hier werden die Dinge von der Ferne gesteuert, die wir tagtäglich tun. Mhm. Wir überwachen die Systeme unserer Kunden. Mhm. Jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne, dass wir eben schauen, ob irgendwelche Ausfälle stattfinden, ob kritische Systemwerte erreicht werden, damit wir schnell reagieren können. Und gleichzeitig haben wir natürlich hier auch mit recht vielen Monitoren daneben her dann die Möglichkeit, dann auch Lösungen zu suchen. Jetzt haben Sie natürlich auch ein unglaubliches Wissen. Sie können ja auch die ganzen E-Mails sehen, aber lesen fällt hier nicht unter Ihr Thema, oder? Also es wäre eine Sisyphus-Arbeit, dann auch wirklich die Kunden-E-Mails zu lesen. Natürlich ist es die Möglichkeit, dass wir es könnten, weil wir die Zugriffsrechte haben. Allein in dem Moment, wo wir Backup machen, müssen wir im Grunde auf alles draufschauen können. Aber das ist natürlich auch große Vertrauen, dass die Kunden uns entgegenbringen, dass wir das nicht tun. Also oft ist es so, dass wir dem Kunden erstmal klar machen müssen, dass wenn er uns irgendwelche Dinge wiederherstellen lässt, dass er uns dann auch Zugriff erst freigeben muss in gewissem Sinne. Also wir haben uns selber ein paar Sicherheitsschranken auch gesetzt, denn wir kennen die Passwörter unserer Kunden oft nicht. Also die Systempasswörter schon, aber die Accountpasswörter nicht. Und dann ist es auch eine Hemmschwelle, dass wir da auch gar nicht drauf kommen. Jetzt reden wir mal über die Klicks. Also es finden in Deutschland, in der Welt hunderte von Milliarden Klicks statt. Ja? Das sind natürlich die jungen Menschen, die verabschieden sich an der Haustür unten und dann geht man schon rauf, dann kriegt der Freund oder die Freundin schon wieder ein SMS oder irgend sowas. Also es ist ja eine unglaubliche Flut. Das heißt, die Rechenzentren oder die Datenbänke, die quallen ja manchmal über. Ja? Das heißt, wir gehen also immer mehr in eine technologische Revolution rein. Wenn Sie jetzt einfach mal aus Ihrer wirklich profunden Kenntnis heraus sagen, was passiert denn da jeden Tag in diesen ganzen Datenströmen, in den Glaskabeln und was es da alles gibt, was man ja nicht so sieht? Wie schaut denn diese Welt aus? Ja, das kann sich oft keiner vorstellen. Ja. Sie kennen vielleicht den Kinofilm Matrix? Ja. Wo die Personen einfach nur noch irgendwelche Zahlen von senkrecht herunterfallen sehen. Es ist ein irrsinniges Datenvolumen, das heutzutage durch die Welt geht. Und Sie können auch nicht mehr kontrollieren, welche Datenströme wo landen. Teilweise gibt es sogar Stau auf diesen Mega-Autobahnen. Das merken Sie dann, wenn Sie dann auf einen Klick dann ziemlich lange warten müssen, weil einfach überhaupt nichts passiert. Und da sind sehr viele technische Feinheiten daran beteiligt, dass Sie dann auch wirklich ein schnell reagierendes System bekommen. Dass Ihre E-Mail, was ja grundsätzlich so nicht gedacht war, in dem Moment, wo Sie sie losschicken, gleich am anderen Ende bekommen. Also normalerweise war es gedacht, dass die E-Mail irgendwann ankommt. Das ist noch in den 90er Jahren, bei den ersten E-Mails war man froh, wenn die in ein, zwei Stunden da war. Ja. Heute ist man sofort dran. Dann gibt es Chat. Jeder ist heute nur noch am Chatten nebenher mit 3, 4 zusätzlichen Bekannten. Diese ganzen Informationen laufen natürlich alle parallel. Jetzt wissen wir ja, dass der Weg, also nehmen wir mal Bundestagswahlen, ja, also man denkt ja immer mehr darüber nach, dass man das eben einfach elektronisch macht. Ja. Aber jetzt gibt es zum Beispiel auch Themen, zum Beispiel die dritte Flugbahn hier in München, ja, die ja jetzt boykottiert wird von Leuten, die mit Recht vielleicht sagen, aber auf der anderen Seite muss ich mir vorstellen, wenn in Deutschland die dritte Startbahn aus München nicht mehr kommt, das war's dann. Also da kommt nie mehr eine Startbahn vermutlich in Deutschland. Ja? So, jetzt gibt es aber auch, wenn man rumfragt, man fragt Leute, sind Sie für die dritte Startbahn? Ja, selbstverständlich, würden Sie das mal laut sagen.
Nein. Ja. So, aber jetzt gibt es natürlich Unternehmen, die sagen, jetzt machen wir mal eine Umfrage im Internet, ja, und plötzlich schlagen da Tausende von aus, sagen, die muss kommen, plötzlich mischen sich Leute aus Berlin und sagen, ja, sind die Bayern denn so blöd, dass die dritte Stadtbahn nicht hinkriegen? Und da ist das Internet unglaublich. Das ist dann wirklich eine, weil die gehen mit Namen rein, die gehen nicht nur anonym rein, da kommen auch Dinge, Bewegungen, wo man wirklich mal sagt, man kann auch, sagen wir mal, Themen forcieren, also mit Blogs und so weiter, das wissen Sie ja wieder viel besser wie ich, aber wie sehen Sie denn diese Entwicklung? Wird die stärker nach vorne kommen? Ich sehe das sehr positiv. Ich sehe schon, dass die Hemmschwelle sehr sinkt in dem Moment, wo ich auf meinem PC oder auf meinem Smartphone meine Meinung kundtun kann. Das tue ich dann schneller und einfacher, als wenn ich erst organisieren muss, dass ich irgendwo auf eine Demo gehe, was ja auch oft mit sehr persönlichen Risiken verbunden ist. Ist jetzt da irgendwann Wasserwerfer oder die Polizei? Da schreckt ein normaler Bürger auch zurück, muss ich auch selber sagen. Oder stehe ich jetzt bequem von meinem Stuhl auf? Im Grunde, es würden sich ja auch viel mehr noch anonym machen, wenn sie es könnten. Mhm. Aber da jeder sowieso seine ganzen privaten Daten schon bei Facebook veröffentlicht, macht die Meinung jetzt dann, die er dann zu einer Umfrage tut, auch nicht mehr so viel Gewicht. Und es ist innerhalb von, sagen wir mal, 2-3 Minuten möglich, eine Petition zu unterstützen, ein Vorhaben zu unterstützen, jetzt zum Beispiel bei der EU, für keine Privatisierung von den Wasserrechten. Ja. Da sind gleich also viele, Bündnisse viele Leute auch dabei. Zu schließen. Ja, da sehe ich einen großen Vorteil für die direkte Demokratie, dass hier auch die Menschen endlich beteiligt werden können, auch wenn sie eben nur zu Hause sitzen. Jetzt sehe ich da gerade diesen Herrn, der ja hier am ganzen Tag vor dem Bildschirm ist. Ja. Da braucht es aber wahrscheinlich auch mal so, wo ihr dann in euren schönen Aufenthaltsraum geht und mal so ein bisschen einen Kaffee trinkt oder so. Wie lange kann man denn vor dem Bildschirm sitzen, ohne dass man die Konzentration so ein bisschen verliert? Ja, das ist natürlich für jeden natürlich gerade für IT-Menschen immer besonders schwierig. Also wenn Sie sich mal einer ein Problem so richtig fest verbeißen, dann kann es schon sein, dass Sie da 5 Stunden nicht mehr vom Stuhl wegkommen und Sie merken das gar nicht. Das macht dann natürlich irgendwann Augenweh und Rückenweh und wir sind schon angehalten, die Leute immer wieder zu bewegen. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man dann die Lösung findet, ja, die ist ja dann, die merkt ja der Kunde sofort, weil er sagt, oh, jetzt geht's wieder. Ja, also stellen Sie sich nur mal vor, bei Ihnen fällt das ganze E-Mail-System aus. Und das wäre eine Katastrophe. Sie hängen alle 10 Minuten bei uns am Telefon, weil Sie sagen, es ist aber wichtig. Ja. Und da wollen Sie auch nicht, dass wir jetzt nebenbei dann Kicker spielen. Also da sind wir schon mit nötigem Ernst dran und wir schauen also eben, dass wir dann einen Ausgleich finden mit Sport oder mit einfach, wir haben ja auch eine schöne Umgebung. Also man geht zum Mittagessen, spätestens geht man auch mal wieder raus. Ja. Nun sind Sie ja rund um die Uhr da, wie geht denn sowas? Also ich meine, wir haben Sie ja auch schon mal in Anspruch nehmen dürfen, ja? Da waren Sie wirklich da, es war ein Wochenende, das finde ich natürlich großartig. Das kann man ja gar nicht so, sagen wir mal, finanziell immer wieder abrechnen, sondern man will ja, dass der Kunde sagt, Mensch, mit der Firma Initial bin ich zufrieden. Wie machen Sie denn das, wenn jetzt nachts bei Ihrem Kunden, Sie haben ja auch ein Weltunternehmen, ja, was Sie surfen, wenn jetzt da der Vorstand anruft und sagt, Sie, die 50 Smartphones gehen nicht mehr oder was auch immer, wie ist denn das? Sie liegen im Bett oder Sie schauen gerade den Tatort, dann stehen Sie auf wie so ein Feuerwehrmann und greifen an, oder? Wie stellen Sie sich das vor? Also in dem Moment, wo jemand wirklich Einsatzbereitschaft hat, da liegt er nicht im Bett. Das ist zumindest schon mal. Achso, das heißt, es gibt richtige Schichten, oder? Es gibt dann Schichten. Und es gibt witzigerweise auch, je besser die IT funktioniert, umso weniger Kunden, die bereit sind, auch für einen Sondereinsatz zu zahlen. Und diese Bereitschaften sind natürlich auch teuer. Also wir haben einerseits die Systeme, die wir generell zur Verfügung stellen, die immer funktionieren müssen. Und dann gibt es halt die Systeme beim Kunden selber. Also da gibt es eine unterschiedlich große Anzahl von Menschen, die natürlich dann auch Schichtbetrieb haben und die dann auch in der Nacht zur Verfügung stehen. Also es gibt natürlich auch Fälle, wo dann ich persönlich direkt dann zum Kunden fahre. Aber das ist glücklicherweise nicht so häufig nötig, weil unsere IT sehr gut funktioniert. Also ohne das könnten wir das gar nicht machen. Unser Geschäftsmodell sieht es auch vor, dass die Dinge so sauber aufgesetzt sind, dass sie nicht ausfallen. Jetzt habe ich hier, ich halte es mal in die Kamera, den BlackBerry Q10, ein verrücktes Ding, das jetzt auch wieder in ein System gebracht werden muss. Da reden wir gleich mal drüber.
Unterhaltsam geht's gleich weiter mit Löschen, präsentiert von Ihrer Münchner Bank. Unterhaltsam geht's jetzt weiter mit Löschen, präsentiert von Ihrer Münchner Bank. Ja, Herr Kürten, jetzt haben wir diesen BlackBerry Q10, der ja sehr sensibel ist. Ja. Mit Touchscreen, ja. Mit Touchscreen, genau. Und der muss ja jetzt auch wieder in Systeme rein. Also reden wir mal auch, nehmen wir mal ein großes Unternehmen, Siemens, die haben 360.000 oder 350.000 Mitarbeiter und jeder hat so einen Teil. Das heißt, wenn da mal generell was los wäre, wenn das alles abstürzt, das wäre eine Katastrophe. Also da gibt es ja viele Sicherheitssysteme. Das heißt, Sie sitzen ja auch an einem Zentrum drauf. Wie wichtig ist denn, dass Sie sicher sind, praktisch vom Backoffice für Sie? Wie wichtig ist das? Das ist ja die Lebenslinie. Also da sind wir komplett davon abhängig, dass das funktioniert. Wir haben ausfallsichere Systeme, aber dass ein Ausfall passiert, ist nie 100% ausgeschlossen. Also es gibt halt da verschiedenste Strategien, um das Funktionieren eines so kleinen Gerätes dann sicherzustellen. Und ich kann da aus Erfahrung sprechen, das war ja auch damals in der Öffentlichkeit bei der Sparkasseninformatik. Da haben viele Sparkassen auf ein Zentrum migriert und haben dann dort einen Ausfall gehabt. Dann ging für einen halben Tag kein Geldautomat mehr. Also in so einem Fall ist ein kleiner Fehler natürlich mit riesen Auswirkungen. Und jetzt gibt es natürlich die tollsten Dinge. Also ich war mal vor 3 oder 4 Jahren, war ich in Südafrika und ich, also wirklich, kann man fast sagen, ich Depp bin, habe also mein BlackBerry in der Badehose gehabt und bin dann mit der Badehose bin dann zum Schwimmen gegangen. Und ja, aber das war natürlich nicht lustig, weil so weit weg von der Firma und dann eben, da geht nichts mehr. Oder dass mal das Ding in die Toilette fällt oder so, dann wird es ja ganz spannend, weil dann sind ja die ganzen Daten weg. Ja? Ich meine, da seid ihr ja dann wahnsinnig gefordert oder eben die Kollegen, wie kriege ich jetzt die Daten wieder her, wie komme ich da wieder in diese Welt, in diese digitale Welt rein? Wie? Ja, aber das ist ja der große Vorteil von den Geräten heute und dass sie diese Cloud, die über eben schwebt, als dieses Backoffice, ja, wie man es auch nennen kann. Das heißt Cloud, oder? Immer da ist. Ja. Das wird eine Wolke genannt, weil sie wissen im Grunde nicht mehr, was da drin ist. Irgendwas Schwammiges, Fluffiges. Ah, okay. Und auf diesem Gerät ist im Grunde immer nur eine Kopie all ihrer Daten. Das heißt, in dem Moment, wo dieses Gerät kaputt geht, runtergespült wird oder im Meer verloren geht, brauchen sie im Grunde nur ein neues Endgerät. Das kann von uns freigeschaltet werden. Da gibt es irgendwo eine Nummer drauf, die muss uns genannt werden. Und das wird bei uns eingetippt. Und dann gehen Sie sofort rein? Dann kommt das Internet von alleine und spielt das alles wieder drauf. Aber es sind Stunden, bis das wieder alles funktioniert? Nein, das geht normalerweise in wenigen Minuten. Also das, was am längsten dauert, ist, dieses Gerät wieder zu bekommen in einer äquivalenten. Aber jetzt gibt es zum Beispiel Diebstahl. Also meine Frau war kürzlich mit ihrer Freundin in Paris, hat sich also am Friedhof, so einen tollen Friedhof angeschaut in Paris. Und dann hat so junge Leute gesagt, ja, sollen wir ihnen helfen und so. Und nebenbei Handtasche geklaut, jetzt ist alles weg, die ganzen Daten sind weg. Jetzt will man natürlich nicht, dass die Daten eben der Dieb bekommt. Ja. Ja, so das heißt, da muss das gelöscht werden. Dann sind Sie ja auch gefahren. Idealerweise ist der erste Anruf entweder beim Kreditkartenunternehmen oder bei uns. Ja. Das heißt, Sie können die sofort, Wichtigkeit Sie der können Daten sperren, ist oder? Recht ähnlich, da kann man sehr viel mit anfangen. Gerade bei persönlichen Daten kann man auch sehr viele Accounts hacken. Und in dem Sinne ist ein Anruf bei uns nötig. Wir sperren das Gerät, wir können es auch fremd löschen. Das heißt, egal wo es ist, drücken auf einen Knopf und es ist gelöscht. Und dann kann auch niemand mehr was damit anfangen. Was spielt sich denn da in der Welt der Bits ab? Das ist ja Wahnsinn. Also wie wichtig ist da das, was Sie eben einfach im Studium gemacht haben? Wie wichtig ist eben einfach, Sie lesen Computerzeitungen, Sie bilden sich ständig weiter, Sie lesen in englischen Magazinen. Das ist ja ganz wichtig, weil die Spitze, wer die beste und schnellste Information hat, der führt ja auch im Wirtschaftsleben, auch im Gesundheitswesen. Man kann sich also heute überall eingoogeln, man kann alles im Nu, jetzt habe ich da hinten Nackenschmerzen, gibst du einen, links ja, Nackenschmerzen. Ja, klar, ist es. Sie brauchen eigentlich niemand mehr fragen, Sie können es mir gleich selber nachschauen. Ja. Wobei es ja auch mal bei Gesundheit ist manchmal gefährlich, ja. Das ist schon klar. Aber was spielt sich da ab? Was spielt sich in dieser Welt ab?
Also ich kann da nur für mich selber sprechen. Mhm. Ich lebe diese IT. Also mir macht es Spaß. Ich gehe darin auf. Und diese verschiedenen Systeme zu besuchen, mir die Daten rauszuholen, alles, was da drin nötig ist, auch zu verstehen, macht mir irrsinnigen Spaß. Und das ist auch das Wichtigste für mich, dass man mit dieser IT Spaß hat. Ja. Das ist natürlich sehr anstrengend und sehr viel Arbeit, ja. Ja. Aber... Jetzt machen wir einen kleinen Schnitt, aber es ist ja auch Ihre Gattin heute hier. Jetzt fragen wir Sie mal, ob sie auch IT lebt. Ja. Frau Kürten, Sie sind mit einem IT-Guru verheiratet. Ja. Wie ist denn das? Ja, es ist schon ein bisschen anders als das wahrscheinlich das Übliche, weil so ein ITler hat auch andere Zeiten, andere Arbeitszeiten und dadurch ist das schon mal erst was ganz was anderes. Aber es ist nicht so, dass Sie in der Küche sind und dann kriegen Sie von seinem Büro ein E-Mail, ich komme jetzt dann gleich in die Küche rüber oder so? Nein, aber wir haben uns schon mal, wie ich im Bett war, habe ich dann schon das Tablet genommen und habe ihm per E-Mail ins Wohnzimmer hinaufgeschrieben. Also sowas gibt es bei uns schon auch. Sehr schön. Und Sie haben eine süße Tochter, die Tara. Ja. Und ich habe gehört, die ist ja schon mega drauf beim iPad, oder? Oh ja, ja. Die hat es voll drauf. Also sie hat es besser drauf als ich. Mhm. Wahrscheinlich haben das die Kinder so, aber sie sucht sich das, was sie braucht. Und auch bei dem iPad von ihrem Vater. Mhm. Also da kenne ich mich gar nicht aus, aber sie weiß, wo die Spiele sind. Wie sehen Sie denn das? Also es ist ja heute so, wer heute... Aus vieler raus Sicht nicht ein Smartphone hat, ja, ist ja im Grunde schon irgendwo mehr oder weniger so ein bisschen auf Auslaufmodell, ja, unterwegs. Es ist ja notwendig, also sei es mit Sicherheit oder sei es also auch, wenn man durch die Stadt mal ums geht oder und man kann sofort schnell einen Notruf abdrücken. Aber wie sehen Sie denn die Entwicklung so als Frau? Ich meine, die Zukunft ist ja weiblich, ja. Wie sehen Sie denn das? Darüber grübeln wir schon des Öfteren, ob es so notwendig ist, ist natürlich erleichternd. Es erleichtert, es ist sehr interessant, diese ganze Entwicklung. Bezüglich der Jugend ist natürlich auch sehr schade, weil die Kommunikation, die persönliche, die stirbt dadurch viel. Mein Mann sieht es ein bisschen anders, natürlich, aber es geht nicht mehr viel Kommunikation. Man schaut eher in sein Tablet, in sein Handy rein. Ja, das die ist Kinder früher, also in meiner Generation, sind wir raus, haben wir Fußball gespielt, ja, oder irgendwas, genau, oder Pfennigfuchsen oder irgendwas. Ja. Das fällt ja alles flach. Das heißt, diese digitale Welt ist für die Kinder schon fast ein Muss. Ja. Ja. Und ja. Wie würden Sie dann jetzt mit Tara mal später umgehen, wenn sie zu sehr dann... Mal schauen, wie die in 10 Jahren wird. Puppe kriegt schon, oder? Ja, doch. Ja. Ich denke, dass man da gut einen Weg dazwischen finden muss. Dass man das eine nicht vergisst und natürlich die Technik, den Fortschritt unbedingt mitnimmt, weil sonst bleibt man auf der Strecke. Und so zu Hause, also gibt es schon mal gemeinsames Fernsehen oder ist da der Mann schon wieder in seiner IT-Welt? Nein, aber bei uns ist das Fernsehen so kompliziert, dass ich dann schon... Er kann wahrscheinlich 1200 Kanäle empfangen oder alles. Ja, genau. Als Elektron. Also, ja. Wunderbar. Ja, das war jetzt mal eine schöne, schöne Meinung auch von Ihnen. Aber was ich feststelle, also man kann durchaus mit einem IT-Herrn verheiratet sein und glücklich sein. Ja, das kann man. Vielen Dank, Frau Kürten. Dankeschön. Danke. Ja, schön haben Sie es hier. Das ist schön. Also wenn man, stellen wir das vor, Ihr Team und Sie den ganzen Tag Bildschirm verfolgen. Es gibt natürlich Kollegen heute auch auf der Seite der Polizei, die machen das Gleiche. Die verfolgen auch, was geht denn im Internet so ein bisschen nicht mehr. Ja? Also nur mal ein Begriff Kinderpornografie. Ja? Das ist etwas Schreckliches. Wobei eben viele Menschen dann sagen, okay, mit meinem iPad kann ich natürlich auch mal Porno schauen. Das ist ja auch die nicht unbedingt negative, aber die sagen wir mal, nicht so geradlinige Seite. Ja. Aber wie wichtig ist es auch, dass eben, man kann ja
Mit Internet kann man ja unglaublich von der Anonymität heraus arbeiten. Ja, also ich kann jemand im Grunde schädigen. Ich gebe irgendwas rein auf Facebook und sage, hier, der ist was auch immer. Ja? Und plötzlich springen da viele drauf und sagen, wow, und dann geht es weiter. Es geht also unendlich. Das heißt, da ist es schon auch wichtig, dass vom Gesetzgeber hier wirklich auch sagen wir mal, Kollegen von Ihnen, die also Informatik studiert haben, eben dann auch diesen sagen wir mal, unseriösen Internetbenutzern auf der Spur sind. Wie sehen Sie das? Also ich bin da sehr froh, dass diese Überwachung in dem Falle immer weiter ausgebaut wird, weil es gibt schon Auswüchse, gerade in Richtung Kinderpornografie, die unglaublich skandalös sind. Und es ist natürlich immer so, immer die Beamten sind immer am schlechtesten ausgestattet mit IT. Das heißt, lange Zeit war es ja so, da waren die Polizisten überhaupt froh, wenn sie mal einen Computer hatten. Ja. Das habe ich schon noch erlebt, wenn man mal auf dem Revier gewesen ist. Und dort sind jetzt richtig gut ausgestattete Rechenzentren, die dann auch abfangen, was auf manchen Foren und Seiten an illegalen Sachen getan werden. Und da geht es ja jetzt nicht um Al-Qaida, sondern da geht es um tägliche Dinge, wenn Kindesmissbrauch stattfindet. Ist natürlich immer ein plakatives Thema. Oder wenn ein Rufmord ist viel schneller. Oder ein Mädchen hat meinen Freund gehabt und dann gibt es ein Nacktfoto und dann stellt er das rein und das geht rum, also ohne Ende. Ja, das es gibt viele, viele furchtbare Beispiele von Dingen, wo sich jemand einfach auslebt auf Kosten anderer. Und da denke ich, ist schon gut, wenn... Das ist kriminell, also es ist reinste Kriminalität. Ja. Das merken ja manche Menschen nicht, wenn sie an ihrem Smartphone sind oder so und denken, ja, jetzt kann ich da mal irgendwas reinschreiben. Und schlussendlich ist es ja alles irgendwo, ist es ja gespeichert. Das muss man sich mal vorstellen. Also darum ist ja heute auch bei Kriminalbeamten, also wenn ein Thema ist, jemand wird überfallen und so, dann schauen die mal, wer ist in dieser Zeit am Mobiltelefon gewesen, in der Wiedenmeierstraße oder was auch immer. Das ist ja alles heute satellitenmäßig und eben computermäßig überwachbar, was gut ist. Aber viele Menschen bedenken es nicht, wenn sie einfach so ein Ding da mal losschicken und dann kriegen sie das praktisch, was mal im Internet drin ist, kriegst du nicht mehr raus. Ja, wir müssen natürlich auch vertrauen können, dass das Ganze sinnvoll und vorsichtig eingesetzt wird. Aber da habe ich großes Vertrauen in unseren Rechtsstaat hier, zumindest hier. In Amerika ist es sicher noch anders. Aber wir haben schon auch Gesetze, die dafür sorgen, dass die Privatsphäre geschützt ist. Das heißt, dass da nur eingegriffen wird. Vorratsdatenspeicherung ist ein großes Thema, dass eben diese Daten auch wieder gelöscht werden nach einer gewissen Zeit. Und es ist auch nötig. Ja? Also es geht jetzt nicht nur um so plakative Themen, es geht auch um Hackangriffe. Im Grunde kann jeder 12-Jährige heute mit seinem Computer große Firmen lahmlegen, wenn er die richtigen Computerprogramme benutzt. Und so jemanden dann stillzulegen, ist wahnsinnig wichtig. Nun lassen Sie uns mal über Ihre wirklich dynamische Firma sprechen. Ich meine, Sie sind ja auch ein Spezialist für Firewalls. Ich meine, das ist ja auch wichtig, wenn man vertrauliche Dinge hat oder wenn man mit Kunden arbeitet, wo man einfach Informationen bekommt, die wirklich nur bei uns bleiben dürfen. Ja? Wie wichtig ist es auch, die richtige Firewall zu haben? Oder vor allen Dingen, wie wichtig ist es, ein schnelles System zu haben? Ja? Weil wenn man sich mal vorstellt, wenn Firmen mit langsamen Systemen arbeiten, ich habe ja gerade selbst bei mir gemerkt, als sie mir mal meinen neuen PC jetzt dahingestellt haben, das ist schon was anderes wie vorher. Ja? Das geht zack, das macht richtig Freude. Ja? Aber wenn man sich das mal überlegt, wenn eine Firma 500 Menschen beschäftigt und hat so ein lahmes System, bis da die Information kommt, was das also im Grunde ja, an Arbeitszeit, also an nicht produktiver Arbeitszeit, weil man muss warten, bedeutet. Sie sind ja auch ein Spezialist, dass Sie sagen, ich mache eine IT-Architektur. Also ich mache jetzt eine Architektur, wie viele Mitarbeiter haben Sie, was ist wichtig, wie wichtig ist eben einfach die Firewalls, wie wichtig ist, dass eben einfach untereinander das Intranet gut läuft, wie wichtig ist es, welche Systeme gehen Sie ab. Das haben Sie ja auch alles im Kopf. Wie geht denn sowas? Wie gehen Sie daran? Ja, das ist also 20 Jahre Erfahrung. Also Sie müssen einfach die unterschiedlichen Systeme gesehen haben. Ich denke mir das auch jedes Mal wieder ein bisschen neu aus. Ich meine, natürlich gibt es ein Standardgerüst. Da gehört die Firewall dazu mit dem Internetzugang. Da gehören dann PCs dazu und die eine oder anderen Server für ihre Daten, für die E-Mails und für andere Dinge. Aber dann, wenn ich da kurz unterbrechen darf, das ganze Thema mit Code, mit Passwörtern, ja, das ist ja auch so ein Ding. Ja. Also wenn da einer sein Geburtsdatum eingibt, also die Hacker, die sind sofort da. Da gibt's das verhindern wir. Ja, also, ja, eben. Und da gibt es ja auch für die Smartphones, das ist ja auch etwas,
Passwort, da kann man ja x Schutzhürden einbauen. Ja? Ja, wir müssen natürlich den User vor sich selber schützen. Da gehört dann auch die Firewall dazu. Das heißt, die Firewall schaut eben im Grunde, wenn Sie auf eine Webseite gehen, schaut Ihnen virtuell über die Schulter und sagt Ihnen, diese Seite ist gefährlich, die lasse ich jetzt mal nicht zu. Oder sie filtert gerade den Teil raus, der für Sie gefährlich ist, der auf der Webseite hinterlegt ist, was der Webseitenbetreiber vielleicht gar nicht weiß, weil sie gehackt wurde. Okay. Da gibt's, das sind die Angriffe, die, das sind die sogenannten Drive-by-Angriffe, die heutzutage sehr häufig stattfinden. Da gehen Sie auf eine Seite wie Yahoo oder Google oder Deutsche Bank. Und auf dieser Bank ist ein minimaler kleiner Schadcode hinterlegt. Und wenn Sie dann keine sauber gesteuerte Firewall haben, infizieren Sie Ihren Rechner. Und von Ihrem Rechner aus infizieren Sie dann eventuell Ihr ganzes Infrastruktursystem. Und da müssen wir sehr viel Wert drauf legen. Also das ist nicht ohne Grund eine Brandmauer. Da sollen wirklich nur die guten Daten rein und die möglichst schnell. Also da ist, sagen wir mal, gerade für den Internetzugriff, für den Verkehr, der nach draußen geht, eine irrsinnig große Wichtigkeit vorhanden. Und Sie sind ja auch jemand, der vermutlich auch Schulungen macht. Ja, also, ja, aber man muss sich mal vorstellen, jetzt nehmen wir eine Dame, die jetzt... Wir Menschen werden ja Gott sei Dank, dank der Medizin, dank der Ernährung, werden wir ja alle älter. Ja? Aber jetzt muss ich mir vorstellen, was passiert jetzt, wenn eine Dame mit 83 Jahren, sagen wir mal, nur so ein altes Handy hat. Ja? Und jetzt, die ganze virtuelle Welt kreist uns Menschen ja immer mehr ein. Also das heißt, es wird mal so sein, dass sie nicht mehr mit Bargeld bezahlen können. Das wird wahrscheinlich ich noch erleben, dass man sagt, hier, wir nehmen kein Bargeld an, das ist uns zu uns. Also wenn man schaut, Frankreich ist technologisch aus meiner Sicht weiter wie wir in Deutschland. Die Franzosen sind unglaublich, also vernetzt. Ja? Also wenn Sie da sagen, ich möchte mit 200 Euro zahlen, sagen Sie, nein, haben Sie keine Kreditkarte, sonst nehmen wir das nicht an. Dann müssen Sie wirklich wieder alles zurückgeben in einem Supermarkt, weil die sagen, das könnte gefälscht sein, das Geld oder so. Ja? So, aber wie kriegt man denn jetzt... in dieser Welt, ich sage mal, Opernkarten, Zirkuskarten, Buchungen, Reisebüros, also das stirbt ja alles so ein bisschen weg. Ja, das haben wir gesehen, die ganzen Fotogeschäfte macht man halt alles mit Handys und so. Wie kommt denn diese ältere Generation auch in den Genuss, dass sie eben in dieser Welt mit dabei sein kann? Ja, das ist schon sehr schwierig. Also ich erinnere mich an meine Mutter. Ich habe für die vor 4 Wochen eine Bahnfahrkarte bestellt. Und ich habe es ihr ermöglicht. Also im Grunde müssen die älteren Menschen auf die Jüngeren dann zurückgreifen. Anders geht es nicht. Also sie brauchen Hilfe. Sonst hätte sie das gar nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie es im Altersheim ist, ob diese Menschen dann komplett abgekapselt werden und im Grunde auch entmündigt werden dafür. Aber jetzt für diejenigen, die noch Kinder und Enkel haben, das ist die beste Möglichkeit, eben dort zuzugreifen, weil die machen das ganz schnell und helfen. Und so eine Bahnfahrkarte zu bestellen, ich meine, wenn Sie sich das wirklich antun und im Reisebüro 2 Stunden warten, das möchte keiner. Sie können sich ausdrucken. Genau, oder die ganzen Flugbuchungen, ja. Also Sie können sich das alles heute selber ausdrucken. Sie brauchen nicht mehr am Schalter anstehen. Also die Welt geht da immerhin. Ich meine, wir sind leider schon fast am Ende der Sendung. Herr Kürten, wo geht denn die Post dahin? Also wie schaut das aus in 10 Jahren? Was passiert denn da? Also ich hoffe, dass sich die Vereinfachung fortsetzen wird, dass sich auch ältere Menschen dann einfacher damit auseinandersetzen können. Also es geht eigentlich immer mehr in die Richtung, dass sie nicht mehr spezielle Begriffe können müssen oder spezielle Fenster können müssen, sondern sie äußern ihre Wünsche. Das geht ja auch mit den Smartphones heute schon in diese Richtung. Und sie kriegen eine Hilfe automatisch. Ich weiß nicht, ob Sie Siri kennen als Begleiter, den Sie bei einem iPhone mit dabei haben. Das ist eine Computerstimme, der sagen Sie, ich möchte bitte den Weg zum nächsten McDonald's-Restaurant. Und er sagt Ihnen dann genau wo und zeigt es Ihnen auf der Karte. Das ist für mich schon der große Weg in die Zukunft, wo man dann auch einfacher damit umgehen kann. Wenn Sie irgendwelche Zukunftsvisionen in Science Fiction sehen, da redet keiner davon, irgendwo eine Tastatur oder eine Maus anzustecken, sondern die Leute reden mit ihrem Computer und sagen, was sie haben wollen. Und kriegen das dann geliefert. Also ich denke, das erleben wir hoffentlich noch. Also eines wurde mir heute wieder bewusst, so Menschen wie Sie braucht es. Und vor allen Dingen auch die noch dazu unternehmerisch Werte auch in sich tragen, das ist wirklich wichtig. Aber ich denke, die Globalität war gestern, heute sind wir schon in der digitalen Welt. Vielen Dank, Herr Kürten, dass wir heute bei Ihnen sein durften. Ja, liebe Zuschauer, wir wissen es, also
Die Welt der virtuellen Welten erweitert sich immer mehr. Das heißt, wir werden leider an dieser digitalen Welt nicht vorbeikommen. Aber darum ist es gut, dass es so junge Menschen gibt, die sich da gut auskennen. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Bis dahin noch einen schönen Abend. Gute Unterhaltung bei Löschen präsentierte Ihnen Ihre Münchner Bank.